Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Es ist Mitternacht und ich möchte euch etwas über das Schweigen sagen. Was kann man über das Schweigen sagen? Eigentlich gar nichts. Man sollte schweigen, ja? Und doch könnte das, was man sagt, dann zum Schweigen führen und zu dem, wovor die meisten Menschen Angst haben. Nämlich zur Inaktivität. Zum Lockdown. Das Schweigen ist ein Lockdown. Zunächst mal ist es ein Lockdown der Stimme. Man sagt nichts. Aber von dem Schweigen rede ich nicht, mein Lieben. Ich rede von dem Schweigen, das zum Ende des Leidens führt. Und das Schweigen, das ich meine, ist das Schweigen all dessen, mit dem sich der Normalmensch identifiziert. Sehen, hören, fühlen, schmecken, tasten, denken, denken. Eine totale Stille. Aber natürlich, es ist das Ende dieser Aktivitäten, aber doch nicht das Ende desjenigen, der sie nicht mehr ausführt. Und das ist eben ganz unpopulär heutzutage, das Schweigen. Und wenn man meditiert, man erlangt ja diese Situation, habe ich jetzt vorweggenommen in der Meditation, dann wird das meistens missbraucht. Warum schweigen Menschen? Damit sie hinterher noch umso besser reden, handeln. Warum? Bring down. Oder, ja. Warum reduzieren? Oder auf null. Bringen auf null Menschen. Das Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken, das ist ja nichts Neues. Also, ein Buch des Lichts, Erfindung. Also die vollkommene Meditation wäre der totale Lockdown. All dessen, mit dem du dich bisher identifiziert hast und das immer wieder deine Aufmerksamkeit verlangt. Da früh wachst du auf, der Körper sagt, ich möchte was essen. Ja, je nachdem, wie du ihn daran gewöhnt hast, dass er was isst, gibst du ihm nach. Also das, was man zum Schweigen gebracht hat in der Meditation, übrigens auch im Tod, das meldet sich wieder. Die meisten Menschen sind sich nicht dessen bewusst. Auch die Schwächen, auch das, was man glaubt, überwunden zu haben, naja, jetzt ist es ja vorbei. Nee. Dabei ist das Schweigen, laut Buch des Lichts, das die Stille. Und mit Stille meint man nicht nur die Stille, wenn ich jetzt schweige. Das ist nur ein bedingtes Schweigen. Denn die Maschine arbeitet ja da drin. Ich denke, ich rieche, ich naja, schmecke, habe gerade nichts zum Schmecken. Da doch, warte mal, was habe ich denn hier? Ja, siehst du, das, was habe ich? Ich weiß nicht, was es ist. Letzter Rest von etwas. Meine Lieben, die größte Macht auf Erden ist die Stille. Wenn jemand stark genug ist. All diese Dinge, mit denen er sich identifiziert hat, to drop it, sein zu lassen. Warum machen das die meisten nicht? Entweder sie machen es, wie bereits erwähnt, weil sie aus dieser Stille heraus der Meditation, die ihnen gelingen mag für ein paar Minuten oder für eine halbe Stunde, wieder eine neue Energie schöpfen, um
sich wieder mit den Aktivitäten zu befassen, wie sie gerade mal stillgelegt hat. Aber das ist eine, naja, ein schlechter Gebrauch des Schweigens. Denn er ist eigentlich dieses Schweigen, welches man benutzt, um größere Aktivitäten zu entwickeln, ist eine schwarze Magie. Schwarze Magie führt dich weiter in die Welt hinein. Ich sollte es umbenennen, der Missbrauch des Schweigens. Der Missbrauch des Schweigens. Ich habe in Japan gelebt. Ganze Konzerne, ob das jetzt Toyota ist oder sonst was, Toshiba, haben mittags, sogar dreimal während des Tages, glaube ich, Meditation. Um die Produktivität zu erhöhen. Ja, genau. Ja, hi, so das, ne? Korvainaides. Das ist Missbrauch des Schweigens. Wenn du nur schweigst, schau mal, darf natürlich nicht übertreiben, aber wenn du jeden Tag meditierst, um mit den täglichen Problemen zurechtzukommen, ist aber auch schon schwarze Magie. Es ist ja klar, dass das alles viel zu früh ist. Das wahre Schweigen, dieser Lockdown, der segensreiche Lockdown. Im Augenblick gibt es ja Lockdowns, aber das ist ja nur möchte gern Lockdowns. Der richtige Lockdown, das ist Sanya Vedayata Nirodha. Sanya Vedayata Nirodha, die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung. Das ist das richtige Schweigen. Das ist die Stille, von der so viele Angst haben. Warum? Ist auch verständlich. Entschuldigung. Unser Leben, wir werden ja bald Manasaputras für irgendwann mal, naja, für andere Wesenheiten sein, denen wir das Denken geben, aber natürlich hoffentlich nicht das Denken, das jetzt hier so. Und so manche sagen, ich will die ganze Buch des Lichtsentwicklung nicht mehr mitmachen. Ich will nicht fünfte Wurzelrasse. Wir sind in der vierten Runde, jetzt fünfte Runde, sechste Runde, siebte. Ich bin das nicht mehr. Ich will raus aus diesem Karussell. Hatte neulich wieder so einen kleinen Aggressionsschub, der mir schon wieder leid getan hat. Ich dachte, Mensch, sag mal. Wenn ich schweige und meditiere, wenn ich nicht das Buch des Lichts hätte und die Meditation, wäre ich schon auf dem elektrischen Stuhl. Da hätte man mich schon richtig weggesperrt. Aber ich flüchte mich immer wieder in die Stille. Gerade in der heutigen Situation, hier in Deutschland und so weiter. Na, dann würdet ihr mich mal erleben, wenn es nicht das Buch des Lichts gäbe. Das sind die Hampelleute, die da demonstrieren. Das sind Weicheier dagegen. Aber ich habe das Buch des Lichts. Und ich weiß, dass die Rückkehr zur Stille die Rettung ist von dieser Idiotenwelt, hätte ich fast gesagt. Und bin ja mit drin. Diese Stille, meine Lieben, die kann man nicht auf einmal erreichen. Aber man kann sie doch anvisieren. Oder avisieren. Die geht nach innen. Da will ich hin, kann man sich sagen. Und jetzt versucht man, mit allen möglichen Hindernissen, das Schweigen zu erlangen. Und Schweigen tut man in der Stille.
Und wahre Stille heißt der Lockdown aller Sinnesorgane. Also genau das Gegenteil von dem, was die Welt so lehrt. Du musst deine Sinne schärfen. Das schmeckt. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass das Buch der Lichts eigentlich gar nicht so gut ist. Eigentlich soll ich. Weil es in eine Richtung führt, die konträr ist zu der, die sich gerade entwickelt. Es ist die Richtung nach außen, die jetzt kommt. Buch der Lichts lehrt nach innen. Aber als Endziel, das Todlose. Pass mal auf. Das Unsterbliche. Das wollt ihr doch immer. Ja, da müsst ihr euch von dem Sterblichen lösen. Ja, da kann ich mich gleich unterstützen. Ich wohne hoch genug. Das ist dann aus. Funktioniert nicht ganz. Weil da sind noch irgendwelche unerledigte Sachen. Nein, nein, nein. So geht das nicht. Das sich loslösen von allem Sterblichen führt zur Unsterblichkeit. Ehre sei dem Mutter dich. Und diese Möchtegern-Gurus auf dem Internet, diese esoterischen, pseudo-esoterischen Chats, die sagen, oh, ich sehe ein Licht, ich meditiere, oh, ich fühle dies und das. Die mögen eine Zwischenstation erfahren haben. Aber ich habe doch, meine Lieben, ich bin 77, am 15. Januar nächstes Jahr werde ich 77 alt. Ich habe doch eine Verantwortung. Die erste Verantwortung ist, nehmt mich bloß nicht als Guru. Oder sagt, oh, Telanu, ich gebe nur die Lehre weiter. Ihr macht damit, was ihr wollt. Mich lasst da raus. Denkt ihr einfach, ich bin Sprechautomat. Ich bin ein anderer Sprechautomat. So kannst du mich am besten definieren. Und wenn du tiefer gehen willst, ein Gott spricht. Ein Gott benutzt sein unvollkommenes Vehikel, um zu euch zu sprechen. Und so geht es euch auch. Ihr seid alle Götter im Werden. Und jetzt ist nur die Frage, was wollt ihr? Was wollt ihr eigentlich? Es ist Mitternacht. Albert Schweitzer hätte ich fast gesagt. Was wollt ihr eigentlich? Hier, wenn ihr jetzt mal mir zuhört, egal welchen Beruf ihr habt, Wissenschaftler, arbeitslos, unter der Brücke, falls die haben da manchmal auch ein Handy und so, diese armen Leute. Neulich ein, also will ich mich nicht loben, ja, ein Teller heiße Bohnensuppe, eine Erbsenbohnensuppe, habe ich den gebracht. Das ist doch auch nur Flickschusterei. Das ist doch nicht die Lösung. Die Lösung in dieser Welt, um wenigstens die Reinkarnationssituation und die Lebenssituation einigermaßen am Leben zu erhalten, ist doch das umlaufgesicherte Geld. Was ich in meinem Buch Der Rubel muss rollen, Geld muss in Umlauf kommen, beschreiben. Das ist ja schon mal eine weltliche Vorschlag, wenn unsere Politiker die Eier hätten, das mal einzuführen. Aber nein, wir haben ja, die haben ja ihre 10.000 Euro im Monat und Hauptsache denen geht's gut. Meine Lieben, gewisse Dinge schleifen sich ein im Leben. Dann hast du mal den geheiratet und hast ein Kind bekommen. Dann sind das deine Kinder. Es sind deine Kinder. Mein Mann und so weiter. Jetzt bist du in der Mühle drin. Plötzlich kommt das Buch des Lichts und sagt, du sollst dich lösen. Hab ich gesagt, du sollst deine Familie verlassen? Schau mal. Wir kommen nicht aus dem Himmel oder vom lieben Gott. Wir kommen aus der Stille. Da war es uns ja nicht gut genug. Ich führe euch, nein, ich, um Gottes Willen, ich mache gar nichts. Das Buch des Lichts führt euch zurück zur Stille. Wenn ihr es denn wollt.
Ich für meinen Teil, also viele, die ich kenne, die sich mit dem Buch des Lichts befassen, sind viel weiter als ich in ihrem Loslösungs. Aber ich meine nur, ich bin einsichtig. Ich weiß, ich komme aus der Stille. Ich weiß es. Kein Glauben mehr. Hier nichts da. Vollkommener Gott hat die kranke Welt erschaffen. Das ist eine Gotteslästerung. Eine Gotteslästerung der übelsten Art. Nee, nee, das gibt's nicht. Du bist Gott. Und ich sehe keine andere Zuflucht, meine Lieben, als die Stille. Und zwar die absolute Stille. Das absolute, radikale Sich-Lösen von allem als veränderlich und vergänglich erkennbar und erfahrbar. Wer einmal in der Lage war oder in der Situation zu wissen, dass etwas aus ihm herausbricht, was dem er nachgegeben hat, was er gar nicht wollte, der weiß Bescheid. Was ist denn nun eigentlich Stille? Stille ist die Stille des Willens. Du willst nichts mehr. Doch, du willst die Stille. Wenn du sie denn willst. Ja, es gibt so viele schöne Dinge im Leben. Viele von euch haben vielleicht vieles von dem, was ihr als schön glaubt, dass es schön ist, nicht erfahren. Ich habe davon 1 Million Mal vergrößert erfahren. Ich kann mich jetzt also glaubwürdig berichten, das ist es nicht. Ich mal als Haarband hier. Die Stille ist die Wahrheit. Und das will in dieser Welt, die nach außen gerichtet ist. Und du hast ja, viele schreiben ja, nur ich habe doch aber diese Situation, habe ich dir gesagt, ich sage dir nur, wie es ist. Du hast dich aus der Stille entfernt und du hast eine Situation geschaffen, in der du Frau hast, Kinder hast, einen Beruf hast oder auch keine Frau, keine Kinder, keinen Beruf, ist egal. Du bist in einer Situation, die du selbst aufgrund deines nach außen gerichteten Lebensdurstes, Trichne, verursacht hast. Und so ist es mit der Wissenschaft und der Religion. Ja? Unsere Wissenschaftler, die sich groß was einbilden auf ihre Erkenntnisse und dabei den Planeten beschmutzen, die haben eine nach außen gerichtete Erkenntnis nicht geleitet durch das Buch des Lichts. Nicht geleitet durch das Buch des Lichts. Das Buch des Lichts ist höchste Wissenschaft. Und es lehrt uns übrigens, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Religion, die bisher nur nichts weiter sind als verdrängte Todesangst, sollten jetzt wieder geleitet durch das Buch des Lichts und durch ein Buch Sanskrit, wo die Begriffe dich zur Situation führen. Nicht so wie heute, wenn du sagst, guten Tag, ja, Tag, was ist Tag? Da sagst du was anderes. Ja. Aber wenn du die Quelle nennst, sagt Nirvana, und da kommt schon. Also die Forschung der Zukunft, es sei denn, die Vulkane brechen überall aus und hauen den Menschen mal richtig so eins am Kopf. Aber die Forschung der Zukunft wird nach innen gerichtet sein, nach innen. Das heißt also, alle Erkenntnisse dienen nur einem Zweck. Wie komme ich zurück zur Quelle? Ja. Und wie ist es im Augenblick? Alle Erkenntnisse sind im Augenblick meistens, wie kann ich mich noch weiter nach draußen entwickeln? Und sie verstehen nicht, dass sie sagen, weg von der Wahrheit, weg von der Wahrheit.
Und darum leben wir in einer geisteskranken Welt, regiert von Geisteskranken, mein Lieben. Und die Stille, von der ich euch berichte, die ist vielleicht leichter zu finden, wenn man erstmal diese ganze Maschine versteht, diesen ganzen Irrsinn. Zum Teil notwendig, wie das Universum aus dieser Stille erwacht und wieder in die Stille zurückkehrt, ob du willst oder nicht. Da könnte man sagen, so wunderbar, wir kommen wieder zurück in die Stille. Wer weiß es dann nur nicht. Die wirkliche segensreiche Bewusstlosigkeit ist eine bewusste Bewusstlosigkeit, indem du nicht einmal mehr sagst, ich möchte Bewusstsein, eine Bewusstseinserweiterung, das ist diese Pseudogurus auf dem Internet alle. Nee, lösen. Denn du bist nicht dein Bewusstsein. Dein Bewusstsein entsteht durch vergängliche Strukturen. Du hast nur ein Sehbewusstsein, weil du Augen hast, die auch vergänglich sind. Und wo ist dann das Bewusstsein? Bewusstsein wird verursacht durch den Drang, Materie zu ergreifen. Und jetzt bist du da. Und was passiert mit der Materie? Die wird dir wieder genommen. Ja, liebe Eltern, euer Kind wird auch sterben oder auch nicht, wenn es erwachsen wird. Irgendwann wird es sterben. Zum Beispiel alt ist, hoffentlich lange lebt und so weiter. Aber alles wird euch doch aus weggerissen. Warum befasst ihr euch mit Schmutz? Das ist doch Schmutz. Das ist doch Schmutz. In comparison to, im Vergleich zur Stille, aus der wir kommen. Wir kommen, und jetzt pass auf, hör genau zu. Wir kommen aus einer Situation jenseits von Sehen, Hören, Fühlen, Schmecken, Tasten, Denken. Ja, wenn wir dahin gehören, warum haben wir es denn verlassen? Ja, durch Nichtwissen. Wir mussten von der verbotenen Frucht im Paradies, der Baum und der Apfel und so weiter, kosten, um zu wissen, wo wir nicht hingehören. Und im Loslösungsprozess liegt dann die Lösung, und das ist ja auch schon das Wort aller Probleme. Und das führt uns geradewegs zur Todlosigkeit. Ehre sei dem Buch des Lichts. Naja, ohne ein kleines PS geht es ja nicht. Ich wollte noch auf eine Schwierigkeit, eine kleine oder große, das hängt davon ab, wer diese Sache angeht oder sich damit befasst, eine Schwierigkeit, die mit dem Schweigen und der Stille verbunden ist. Wenn jemand das vielleicht zum ersten Mal gehört hat, noch nie darüber nachgedacht, und sagt, das will ich mal versuchen, ich werde mal vom Lanu das Buch Seelenatemmeditation lesen und dann werde ich mal still werden. Da mag es sein, meine Lieben, dass sich plötzlich tausend Stimmen in dir melden, die dich stören. Also ich rede jetzt meist von Menschen, die zum ersten Mal versucht haben, nur mal da zu sitzen und so. Da kann es sein, dass sich der Hüter meldet. Da kann es sein, dass Störungen auftreten. Und viele sagen dann, das schaffe ich nicht. Und sie geben auf. Die sind halt dann halt noch nicht bereit für die Lehre. Denn wenn sie jeden Tag das ein bisschen praktizieren würden, würden diese störenden Stimmen immer leiser werden und irgendwann verschwinden. Und dann kommt die wahre Unsterblichkeit, dann kommt das Todlose, dann kommt die Stille, dann kommt die Aufhebung aller Wahrnehmung und Empfindung, aber doch nicht die Aufhebung desjenigen, der nichts mehr wahrnimmt und empfindet oder empfindet. Und so, jetzt aber. Das Licht in dir, das Licht in dir,
das Licht in dir nur zählt. Menschen sind einsam, sind oft so einsam, sie irren nachts umher. Sind kaum geboren, oft schon verloren, denn die Welt ist kalt und leer, sie brauchen Hilfe so sehr. Drum stell ein Licht in dein Herz, das die Nacht erhält. Stell ein Licht in dein Herz, das allein zählt. Und es leuchtet empor zu der Sternenchor und erleuchtet die Welt. Stell ein Licht in dein Herz, mach es so wie ich. Stell ein Licht in dein Herz, bitte auch für mich. Und es leuchtet empor zu der Sternenchor und erleuchtet die Welt. Das Licht in dir, das Licht in dir zählt. Wenn alle Menschen Gutes nur wünschen, was kann uns dann geschehen? Ihr Licht würde scheinen, uns alle vereinen. Jeder kann den Himmel sehen, den Himmel dann sehen. Drum stell ein Licht in dein Herz, das die Nacht erhält. Stell ein Licht in dein Herz, das allein zählt. Und es leuchtet empor zu der Sternenchor und erleuchtet die Welt. Stell ein Licht in dein Herz, mach es so wie ich. Stell ein Licht in dein Herz, bitte auch für mich. Und es leuchtet empor zu der Sternenchor und erleuchtet die Welt. So viele Menschen, die heute einsam sind, sind einsam wie du. Drum stell ein Licht in dein Herz, das die Nacht erhält. Stell ein Licht in dein Herz, das alleine zählt. Und es leuchtet empor zu der Sternenchor und erleuchtet die Welt. Stell ein Licht in dein Herz, mach es so wie ich. Stell ein Licht in dein Herz, bitte auch für mich. Und es leuchtet empor zu der Sternenchor und erleuchtet.